Welt, da bin ich wieder. Und wie ihr seht, geht es heute mal wieder um das Glücksfarben Sternzeichen Schminki. Heute werde ich mich um den Löwen kümmern. Ja, es soll in den Gold, Gelb, Orange Bereich gehen mit meiner Beauty Bay Bright Palette, die diese kleine Auswahl an Farben bereithält. Und wie ihr seht, haben wir so ein bisschen was Goldenes, Orangenes und Gelbes dabei. Also es wird ein bisschen dem Zwilling ähneln, wobei ich da ja mehr in dem Gelbton geblieben bin. Bei dem Löwen werde ich jetzt mal ein bisschen mit Orange was machen. Und ja, seid gespannt, so wie ich nachher wieder aussehen werde. Es ist auch für mich jedes Mal eine Überraschung und ich freue mich, wenn ihr dabei seid, wenn ihr eingeschaltet habt und einfach ein bisschen Freude an meinem Sternzeichen-Schminki habt und wie immer, ne, immer mit einem zwinkernden Auge das Ganze betrachten. Alles nicht zu ernst nehmen. Ihr könnt dran glauben oder nicht. Und ja, das Schminki hat ja im Grunde, kann man es ja auch separat betrachten, ne? Sternzeichen hin oder her. Ja, zum Schluss, hier liegt mein Tablet, werde ich wieder ein bisschen was noch für die letzten Monate dieses Jahres vorlesen für den Löwen, was ihn so erwartet. Ich hatte es schon mal ein bisschen überflogen, irgendwie juckt es mir hier. Und ja, da hieß es, der Sommer ist ein Löwensommer, in Beruf und Liebe ist alles wunderbar. Wir haben ja noch ein bisschen Sommer, ihr Lieben, und deswegen, ne? Haare sind auch wieder da. Deswegen passt es vielleicht. Ich habe wie immer meine Base schon mal ein bisschen aufgetragen und ein bisschen Lipgloss habe ich auch schon drauf. Der kommt dann nachher noch mal nachgeschmiert. Brillant Lipgloss, wie immer, wenn ihr das hört, hier steht mein Kratzbaum und Floki. Immer wenn ich anfange hier zu drehen, muss er am Kratzbaum kratzen. Dieses Geräusch, ne? Schnell erklärt, ja, Revival Loop, Lipgloss, jetzt tobt er über mir auf dem Brett rum. Mann, Flo Guido. Ja, und dann habe ich mir ja neu besorgt hier von Essence eine Mascara, die trage ich dann zum Schluss auch noch auf. Fixing Spray habe ich heute von Essence Minis was am Start. Ja, meinen kleinen Spiegel hier. Dieser Palette, aber das habe ich ja alles schon drauf. Dann lesen wir mal los, ne wahr? Ja, meine Pinselbox habe ich hier stehen. Ich habe in der Tat vorgestern Pinsel gewaschen, also unfassbar, aber wahr. Ja, dann habe ich einmal mein Augenlid schon mal mit dem White Lies, mit dem weißen Ton, bisschen gesettet. Und dann werde ich jetzt in dieses wunderschöne Heatwave Orange gehen, in diesen Ton. Upsala. Bin heute wieder sehr agil. Liegt wohl am Löwen, keine Ahnung. So, den tragen wir mal schön in die Lidfalte auf und gucken mal, wie der sich so, von welcher Seite der sich so zeigt. Ich hatte ja bis jetzt echt erst einen Ton und ich habe auch schon wieder vergessen, welcher das war, der mir nicht so zugesagt hat aus dieser Palette, wo wirklich kaum Farbabgabe war. Aber eins von 42 bis jetzt, ich meine, ne, ist ja wohl ein guter Schnitt. Das ist ja wohl wirklich ein guter Schnitt. Und das hier sieht auch ganz passabel aus. Ich taste mich ja immer lieber vorsichtig ran, klopfe erstmal einmal ab und dann merke ich Stück für Stück, okay, brauchst nicht abklopfen, hau rauf. Gib ihm, ne? Die Löwen sind ja auch immer so ein bisschen gib ihm. Ich kenne so ein paar Löwen, Männlein wie Weiblein und ja. Der König der Tiere benimmt sich manchmal bei den Menschen auch so. Vielleicht sieht der ein oder andere Löwe sich jetzt wieder.
da gucken, dass wir hier gleichzeitig gleichmäßig werden. Ja, ne? Das ist doch schon mal eine ordentliche Farbabgabe. Ich muss ja wegen meiner Schlupflider auch schon tausendmal erwähnt immer ein bisschen höher gehen. Dann bin ich zusätzlich ja noch eigentlich Brillenträgerin. Und ja, deswegen muss ich immer ein bisschen höher gehen mit dem Ganzen. Ich habe ja leider, sonst sieht man es einfach nicht, ne? Sonst verschwindet das die ganze Farbe schön in der Lidfalte und ja, keiner hat was davon. So, das gefällt mir schon mal ganz gut. Dann werde ich im hinteren Bereich mal den Tangerine Dream nehmen. Diesen Ton. Dann nehme ich mal einen etwas fester gebundeneren Pinsel von meinen frisch gewaschenen. Ich war so fleißig. Ich war so fleißig. Okay, der, ja, brauchen wir nicht abklopfen. Den brauchen wir nicht abklopfen. Ja, es ist aber ein schönes Orange auf jeden Fall. Das andere, der in der Lidfalte geht so ein bisschen ins Rötliche über und der hier ist wirklich richtig schön orange. Oh ja. Also auch der, wenn man ihn nicht abklopft, hat eine sehr, sehr gute Farbabgabe. Komm nachher noch mal dichter dran, ne? Aber ich glaube, man kann es so auch schon ganz gut erkennen. So, und im vorderen Augenbereich werde ich in Bumblebee gehen mit dem Fingerchen. In diesen Schimmerton hier, weil ich das Gold für den Löwen auch noch ein bisschen aufgreifen möchte. Ich werde vielleicht doch beides machen mit Pinsel und Finger. Weil das ja wieder so Augeninnenwinkel ist, ne? Und bei meinen Patscherchens. Jetzt habe ich natürlich einen einzigen Pinsel am Wickel, den ich nicht sauber gemacht habe. Den ich jetzt natürlich benutzen will, ne? Ist klar. Aber man kann es ja so schnell so zwischendurch so ein bisschen erledigen, das Ganze. Auch da werde ich gleich wieder die Finger nehmen müssen. Ich sehe das schon, das Spielchen. Ja, ihr Löwen. Also die Löwen, die ich kenne, die sind dauernd unterwegs. Und zu Hause brauchen die eigentlich gar nicht, weil die eigentlich ständig nur auf Achse sind. Und vor allen Dingen ständig schon wieder einen Schritt voraus. Man sitzt am Frühstückstisch. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ist gerade aufgestanden, sitzt so richtig chillig am Frühstückstisch, isst gerade, genießt sein Brötchen, hat den Kaffee da stehen, alles ist easy peasy. Man muss erstmal klarkommen mit dem neuen Tag, so langsam aufwachen und der Löwe sitzt am Tisch. Ja, was machen wir denn gleich? Was machen wir nachher? Ja, und da müssen wir ja auch noch hin. Und der ist eigentlich gedanklich mit dem Frühstück schon längst fertig. Floki, was drehst du denn jetzt so ab? Hm? Ich glaube, ich muss dich gleich mal in die Kamera halten. Ja, also ist schon eigentlich längst im Tag. Ich bin noch beim Frühstück und der Löwe ist schon längst im Tag. Hat eigentlich gedanklich schon fertig gefrühstückt. Ja. Und so läuft es eigentlich den ganzen Tag auch über weiter. Also immer schon im nächsten Schritt gerne auch Dinge gleichzeitig tun. So auf eine Sache konzentrieren fällt den Löwen, die ich kenne, sehr, sehr schwer.
Also sie sind sich selbst immer einen Schritt voraus und auf eine Sache konzentrieren. Jetzt wiederhole ich mich, nicht wahr? Weil ich jetzt beides machen soll, schminken und reden und dabei auch noch nachdenken. So, was meint ihr? Ich glaube, das reicht. Dann nehme ich noch mal einen sauberen. Ich habe ja diesmal so ein paar saubere am Wickel. Puschelpinsel und mache das noch mal so ein bisschen puscheliger hier. Aber mit den Löwen kann ich unwahrscheinlich viel Spaß haben. Das ist so die andere Seite. Unternehmungen machen immer Laune, immer Fun. Die Löwen, die ich kenne, sind auch immer sehr, sehr gut drauf. Ich nehme noch mal den Rise and Shine Glitzerton daneben, weil der ein bisschen heller ist. Den hatte ich ja jetzt eben im inneren Augenwinkel und den nehme ich jetzt noch mal dazu, weil mir das irgendwie nicht hell genug ist. So, dann möchte ich natürlich noch ein bisschen was am unteren Wimpernkranz haben. Ich merke, ich habe doch nicht alle Pinsel sauber gemacht. Aber ich nehme einfach den, der hat ja so zwei Seiten, ne? Das finde ich ganz gut. Und da möchte ich dann Orange Soda. Ja, ich nehme ruhig mal einen schimmernden am unteren Wimpernkranz. Mal gucken, wie sich der so macht. Dann habe ich schon wieder fast alle Gelb- und Orangetöne auf dem Auge. Ja, ne, so ein bisschen am unteren Wimpernkranz. Wie gesagt, am oberen mache ich heute nichts. Ich lasse das jetzt so. Spiegel brauche ich ja nochmal. Und werde jetzt mit noch ein bisschen Lipgloss nachschmeißen, ein bisschen Wimperntusche. Mal gucken, wie die so ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ja, also ich bin mit der Wimperntusche recht zufrieden. So, Entschuldigung, so fürs erste Mal gefällt die mir ganz gut, muss ich sagen. Klar, es ist am Anfang immer ein bisschen sehr viel Farbabgabe, ne, wenn man die so das erste Mal benutzt. Aber wie gesagt, die macht einen ganz guten Schwung und ja, ich bin ganz zufrieden. So, ich hole euch mal dichter. Und dann könnt ihr euch mal mein Löwenschminki anschauen. Und die Löwen können mir gerne in die Kommentare schreiben, ob sie sich dort wiedersehen oder ob sie, habe ich da geplört oder ist das jetzt mein Leberfleck? Ich weiß es nicht so genau. Ja, wie gesagt, ne? Seht ihr euch da wieder oder ist es eher nicht so euer Ding? Ich finde es ganz gut. Mir als Waage steht das auch ganz okay, muss ich sagen. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt fixieren. Horn steht, ne? Jetzt habe ich meine Karte nicht mehr, weil ich die Karte ja da hinten angehangen habe zum Wedeln. Dann nehme ich einfach diese Palette. Muss mir mal meinen Fächer holen für sowas. Irgendwas vergesse ich immer, mir hinzulegen, wenn ich ein Video mache. Oder die Pinsel sind nicht gewaschen oder. Irgendwas ist immer nicht zu 100%, aber es macht auch nichts, ne? Unperfekt, perfekt ist so mein Ding. Prost, Leute, ich brauche erstmal einen Schluck Wasser. So, dann kommen wir zur Lesestunde. So, meine Brille aufgesetzt. Dann ist es nicht so anstrengend für meine Augen. So, ja. Die letzten Jahresmonate für den Löwen. Wir beginnen mit der Liebe im August. Und September ist ihre Liebe ganz wunderbar ausbalanciert. Ein kleiner Stolperstein ist Anfang Oktober ihre Eifersucht. Aber das zum Glück nur bis zum 8.10. nicht.
Ich finde das immer so amüsant, wenn dann so genau so, so ein Tag drin steht. Ne? So am 8.10. ist das alles vorbei und dann geht es wieder aufwärts. Es gibt auch eigentlich keinen Grund dafür, also für die Eifersucht. Es ist ja oft so mit der Eifersucht, ne? Alle Single-Löwen, aufgepasst! Jetzt gibt es tolle Date-Aussichten. So kann das Jahr gerne zu Ende gehen. Also Silvester, ne, ist ja immer so ein Ich lerne euch neu kennen, fest. So, Beruf und Finanzen für den Löwen. 12. August. Im September und Oktober, das nehmen wir mal, sind ihre sozialen Kompetenzen sowie ihre Kreativität auf dem Höhepunkt. Das bringt Erfolge ein, die sie sich im November am besten bewahren können, wenn sie keine Risiken eingehen. Bleiben Sie bei Ihrer Routine. Das lohnt sich auch noch im Dezember. Dann haben wir noch mal die Gesundheit. Floki, du gehst mir heute tierisch auf den Sack. Mann, oh Mann. Nein, hör auf da jetzt. Jetzt ist gleich Feierabend. Nein. Das war der Karton, ne? Keine Sorge. Alter Schwede. Ist der Oktober, also wir sind immer jetzt bei Gesundheit. Entschuldigung, dass der mich immer hier rausbringt, aber heute nervt es einfach nur. Ist der Oktober noch so ein schöner Monat für Kreativität und Beschäftigungen mit Freunden, ziehen Sie sich im November ein bisschen mehr zurück. Gönnen Sie sich zum Beispiel eine Aromatherapie, oh, das ist was Feines, um Ihren eigenen Gedanken zu entfliehen. Ab dem 23. November dürfen Sie sich über ein erneutes Hoch freuen, mit dem das Jahr 2021 positiv endet. Also das hört sich doch, ne, roundabout für den Löwen sehr, sehr gut an. Was war und was noch kommen mag. Also könnt ihr ganz relaxed einfach so weitermachen wie bisher. Und ich wünsche auf diesem Wege jetzt allen anderen Sternzeichen auch a wonderful day. Freue mich, wenn ihr einen Daumen da lasst. Ein Abo nehme ich natürlich besonders gerne. Ist ja auch kostenlos, ne? Und ja, Kommentare, wie gesagt, schreibt mir gerne was. Ich freue mich über jegliche Zeichen von euch. Also dann, bis ganz, ganz bald, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.